Ein ganz kräftiges Hi-ho! Schnappt euch einen Bierkrug und eine Schweinekeule, meine lieben Mitzwergenbrüder und Zwergenschwestern. Denn wir haben es geschafft. Wir haben uns in unseren Minen Schätze im Wert von über 100 Abonnenten erwirtschaftet. Yay, ein kleiner Grund zum Feiern. Ja, das ist das 100-Abonnenten-Special. Ich muss zugeben, es kommt ein bisschen spät, da ich die 100 Abonnenten schon vor ein paar Wochen erreicht habe. Aber in meiner zwergischen Paranoia traue ich den YouTube-Abos nicht. Denn ich weiß, dass die gerne sich verändern, wie sie Lust haben. Das liegt zum einen daran, dass YouTube in letzter Zeit irgendwie den Drang hat, Abonnenten zu löschen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Zum anderen gibt es dann natürlich diese tollen anderen Let's Player, die meinen, sich beim einschleimen zu müssen und zu sagen, boah, du bist geil, ich gebe dir ein Abo, guck doch auch bei mir vorbei und lass mir ein Abo da. Also Abo für Abo, Leute. Ja, und die, sowas mache ich nicht. Und irgendwann merken die, dass ich es nicht mache und die abonnieren mich wahrscheinlich wieder. Oder ihre Accounts werden gelöscht. Wenn das passieren sollte. Jedenfalls will ich mal kurz, bevor wir mit dem eigentlichen Special anfangen, euch mit ein paar Zahlen nerven. Ja, das muss sein. Zwerge mögen Zahlen wie Gold. Das ist nämlich genauso wichtig, zu wissen, wie viel Gold man hat. Der Kanal ist jetzt über 3,5 Jahre schon aktiv. Oder fast 3,5 Jahre, besser gesagt. Nämlich am 10.03.2013 ist mein erstes Video öffentlich gegangen. Das war damals Drachensang am Fluss der Zeit. Mein erstes Projekt, das sich fast 2 Jahre gezogen hat, weil ich immer wieder Pause eingelegt habe, weil es ja doch ein ziemlich großes Projekt war. Mittlerweile bin ich ja ziemlich weit, ziemlich drin im Let's Playen, auch wenn es nur ein Hobby ist, was ich nur mal anmerken sollte. Deswegen kommen halt nur die zwei Folgen am Tag und die Special-Folgen am Sonntag. Also im Augenblick Dark Souls 2 als Let's Story und Game of Dwarves. Und am Sonntag kommt VR of the Dwarves als Special. Ja. Weiter habe ich zurzeit 105 Abonnenten, also deswegen das 100 Abonnenten-Special. Hab über 47.000 Videoaufrufe mittlerweile. Woran ich mich ein bisschen mehr messe als an den Abonnenten, weil es gibt viele Leute, die gucken lieber in meine Videos rein, anstatt dass sie mir irgendein Abo dalassen. Gibt's auch. Videos habe ich schon über 2200 Stück. Also schon eine ganze Menge. Ich habe ja schon ziemlich viele Let's Plays gemacht und Playlisten gemacht. Also Dark Souls, Drachensang, wie gesagt. Retro-Spiele und so weiter. Was ich allerdings ein bisschen wichtiger finde, sind die Daumen hoch und Daumen runter. Weil da bewerte ich eher meinen Erfolg, sage ich mal, wenn ich das jetzt als Hobby-Let's Player als Erfolg bezeichnen kann. Mit den Abs bin ich ganz zufrieden. Da habe ich über 1400. Downs habe ich circa 20 Stück. Ja, das liegt zum einen daran, also ziemlich viele Downs hat mein ArcAgeless-Test damals gekriegt. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach, die ArcAge-Fanboys, nicht so zufrieden damit waren, dass ich so schlecht bewertet habe. Zum anderen meine letzten beiden Versuche, Dwarf Fortress zu Let's Playen, also die Master Quest Mod, weil ich halt viel zu schnell draufgegangen bin und da einfach nichts Neues mehr kommt. Ja, Dwarf Fortress hat sich wohl beim Let's Playen gedacht, ach, der Let's Playt, dann bin ich mal so arschig und versau ihm alles. Deswegen habe ich zurzeit auch keine Lust auf Dwarf Fortress und ich habe ja noch die anderen Projekte beim Laufen. Und da, zwei davon sind zwergig. Nebenbei zwergig, ich will mal kurz auf mein neues Banner hinweisen, das ich seit 2, 3 Monaten jetzt habe. Ist übrigens selbst erstellt, worauf ich super stolz bin als Amateurgrafiker. Ja, und ich würde sagen, da ich jetzt hier fast schon 5 Minuten quatsche und euch nicht das Ohr abkauen will, oder eure Bärte besser gesagt,
geht es jetzt gleich los mit dem Special. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder bei unserem Abonnenten-Special. Wie man sehen kann, habe ich Legend of Grimrock mal wieder ausgegraben. Nach einer ganzen Weile. Ich habe ja damals den Master Quest Dungeon gespielt und dann Legend of Grimrock 2. Ja. Und ich dachte, für das Special grabe ich es mal wieder aus. Denn ich habe in der letzten Zeit, so aus Nostalgiegründen, mal wieder eine Playlist von einem für mich sehr beliebten Let's Player ausgegraben, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dem guten Gerogon. Und in einem seiner Playlists, in einem seiner Videos, hat ein Kommentarschreiber einen sehr interessanten Custom Dungeon erwähnt, den ich mal hier mit euch zusammen ausprobieren möchte. Also klicken wir mal auf Custom Dungeon, nämlich hier Labyrinth of Lies. Mittlerweile schon in Version 3.6. Das ist die Final-Version, weil die Entwickler haben geschrieben, nachdem Grimrock 2 rausgekommen ist, wollten sie damit fertig sein. Ja. Auf jeden Fall habe ich gelesen, es soll sehr, sehr großer Custom Dungeon sein, 18 Maps, die über die gesamte Map-Größe gehen sollen. Es soll sehr herausfordernd sein und sehr viele neue Spielmechaniken hinzufügen. Und diesen Custom Dungeon möchte ich jetzt erstmal ausprobieren und vielleicht auch im Let's Play dann fortführen. Also, choosen wir den mal. Ich habe gelesen, es ist sehr schwierig. Also man sollte lieber auf normal spielen statt auf hart. Also halte ich mich einfach mal an diese Vorgabe. Erstelle eine Gruppe. Also Create Characters. Mache Play. Und hau mal unsere vier Prisoners raus. So, ich hätte gerne zwei Frauen, zwei Männer wie immer. Und ich beschränke mich mal wieder auf eine menschliche Gruppe. So, fangen wir mal an. So rum, so. Du bist Breno, ja. Ja, du bist ein Fighter, das ist richtig. Kriegst 5 Punkte in Stärke und Vitalität. Ist auch soweit richtig. Ja. Dann hätte ich gerne Schwerter 2 Punkte und in Armor 2 Punkte. Also so das Standard-Krieger-Setting. Und Trades natürlich hätte ich gerne. Nein, Vitality ist meistens besser. Wo bist du denn? Healthy, genau. Healthy und Skilled, nein. Tough. Evasive, aggressive. Nein, ich hätte lieber mehr Stärke so. Das wäre unser erster Char. Gut. Dann haben wir hier. Er sieht eigentlich nicht wie ein Magier aus, aber ich will ihn zu einem Magier machen. Dafür ist er allerdings an der falschen Position. Unseren guten Tarion, der im Grimlock 2 Let's Play der im Grimlock 2 Let's Play unser Alchemist war, genau. Der kriegt Willpower und Vitality. Erstmal wichtig. So. Und kriegt auf jeden Fall 2 Punkte im Feuer und 2 Punkte in Feuer und Luft sind die Hauptschadensmacher, Eis und Erde sind der Unterstützer. Also würde ich sagen Feuer und Eis. Du? Du bist natürlich Silastra, unsere Bogenschützin, also wirst du Rogue.
kriegst dafür Dexterity und Vitality. Wobei mehr Dexterity. Kriegst 2 Punkte in Dodge. Und in... Nö, kriegst 4 Punkte von vornherein in Missile Weapons. Und ich habe dir vergessen, Trades zu geben. Du kriegst natürlich Strong Mind und Aura. Du kriegst Dexterity Bonus auf jeden Fall und Evasive Bonus. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Oder ob ich dir lieber einfach mehr Lebenspunkte geben sollte. Ich gebe dir mehr Lebenspunkte, ist besser. So, sie wird unsere zweite Magierin. Er ist Feuer und Eis. Wobei ich eigentlich lieber sie zu Feuer und Eis machen möchte, weil sie wird meine Kampfmagierin nachher. Ich habe nämlich gelesen, dass durch Stabverteidigung man einen Kampfmagier in diesem Custom Dungeon sich zusammenbasteln kann. Also wird sie zum Kampfmagier gemacht. Und da passen Feuer und Eis besser. Also bist du Luft und Erde. Und weil sie halt Feuer und Eis ist, kriegt sie erst einmal Vitality und Willpower auf dieselbe Stufe. Kriegt Strong Mind und kriegt... Ich würde eigentlich fast schon Healthy geben, aber ich gebe ihr, glaube ich, Agil. Nein, ich gebe ihr mal Evasive. So. Und du bist natürlich Talisa. Unsere Kampfmagierin nachher. So, damit ist alles schon mal geregelt. Ich habe mal ganz kurz in den allerersten Raum reingesehen und muss sagen, es kommt gleich ein ziemlich langer Vorspann mit sehr viel Story. Also ja, um das noch vorwegzunehmen, das Ganze schließt an den Torum-Modus des Hauptspiels an. Das werden wir gleich auch sehen. So, Punkte sind verteilt. Alles ist verteilt, also können wir starten. Auch wenn er nicht immer noch nicht gerade wie ein Magier aussieht, aber die Alternativen wären eher hier, der sieht eher aus wie ein Mönch. Der sieht eher aus wie ein Gnom und der sieht aus wie ein Dieb. Also ja, bleibt das so. Er sieht halbwegs wie ein Magier aus und eher mehr wie ein... Ja, eigentlich sieht er mehr wie ein Magier aus. Aber ich finde das Porträt irgendwie am schönsten. Für Benno hier. Okay, starten wir. King Torum ist dead. König Torum ist tot. Die Armeen des nördlichen Reiches, geführt bei ihrem König und seinen Rangern, standen gegen einen fürchterlichen Gegner. Zur Zeit nur bekannt als der Wächter. Krieg zog über das Land vom Malianian Imperium über die... Ja, wie ihr sehen könnt, ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen so schnell, also versuche ich es mal auf Englisch einfach vorzulesen. The Watcher, with seemingly flawless clairvoyant powers, brought an unspectable horde down upon Torum's battlefront. Dragons of Shadow, Hordes of Undead, and worst of all, undying mechanical nightmares. These machinas, the last of which... Ich kann mir das Vorlesen sparen. Ich nehme das Ganze eh auf, macht am besten Pause und lest den Text selber. Für diejenigen, die es nicht lesen können, also die kein Englisch verstehen, baue ich einfach entweder eine deutsche Zusammenfassung irgendwie ein. Oder vielleicht ist einer so nett und übersetzt es auf Deutsch in den Kommentaren. Da hätte ich nichts dagegen. Wenn nicht, dann poste ich es auf Deutsch übersetzt in den Kommentaren nach ein paar Tagen.
Legend of Grimrock, Labyrinth der Lügen. Ja, wie ihr sehen konntet, die Story ist ziemlich schnell vorbeigerast. Also nicht so schnell, dass ich sie nicht vorlesen konnte. Wie gesagt, ich versuche sie zu übersetzen. Eben den Kommentaren oder jemand anderes macht's, wenn er so nett ist. Und da sind wir auch schon so. Nein, wir spielen nicht zum ersten Mal Legend of Grimrock. Wir haben, wie gesagt, unsere Truppe hier. Ich verschiebe mal Silastra nach vorne, auch wenn sie eine Fernkämpferin ist. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Das ist eigentlich alles bekannt, da brauche ich nicht viel erklären. Hier hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Was eher kommt, sind die Skills nachher durch Schriftrollen und so weiter. Ich wüsste nämlich nicht, dass hier irgendwas verändert wurde. Ja, gut. Also, Thorum ist entkommen, wurde zum König, ist gestorben beim Krieg gegen die Watchers, welche eine Armee von Undying Ones, also dem großen Würfel aus dem Hauptspiel, anführen. Er hat sie besiegt, auch wenn er sich dabei selbst geopfert hat. Dann gab es Frieden, eine große Hauptstadt wurde gebaut. Dann sind sie zurückgekehrt, haben die Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt und wollen jetzt das Land erobern. Ja. Gut, hier ist eine Tür im Weg. Soweit, so gut. Wir sind eine Gruppe von Soldaten, die wohl irgendwie im Dungeon gefangen wurden. Während der Schlacht, so viel weiß ich noch. Und wir sind nackig. Ja. Gut, kennen wir alles. Hier liegt erstmal eine Notiz. Es gibt keine Hoffnung für mich jetzt. Ich habe die Vorbereitungen abgeschlossen, die mir gegeben wurden. Und niemand... Ach nee, die Vorräte habe ich aufgebraucht. Und niemand antwortet auf meine Hilferufe. Es sieht so aus, als ob es hier mal einen Weg durch gab. Aber das ist lange her, seitdem alles eingestürzt ist. In dieser kranken, verdrehten Ironie habe ich einen Schlüssel gefunden, aber hier gibt es keine Tür. Auf jeden Fall bin ich zu schwach, um mich zu bewegen. Gib meine Liebe an Anne und Jeff oder Joff, aber am meisten gibt es ja meinen Bruder Nick. Also ja, unsere erste kleine Story-Notiz. So, wir haben hier Ausrüstung. Also ja, den Schlüssel, den er erwähnt hat. Sammeln wir mal hier drin die Nachrichten. Es gibt hier keinen Weg heraus, du wirst sterben. So, eine Wurfwaffe. Eine Hose, die... Also den Lindenschutz, der wurde ein bisschen gepimpt. Der gibt nämlich jetzt nur noch Attack Power, also kriegst du den mal. Etwas Defense für dich. Eine Fackel und was Neues. Wir haben hier einen Schädel. Der stackt jetzt, wie man sehen kann. Und es gibt hier eine Bezeichnung Bonecraft. Bonecraft. Kombiniere verschiedene Knochen und Schädel innerhalb des Bonecraft-Equipments. Ich mache dir die Fackel so lange aus. Um Rituale mit dem verfügbaren Grimoren durchzuführen. Ja, und da unten ist die Standardbeschreibung vom Schädel, also dass er ziemlich matt ist. So. Die restlichen Knochen hier sind wohl nicht aufsammelbar. Und hier ist der Knopf. Den habe ich noch gedrückt. Dann geht es auch schon hier raus. Und zum ersten Gegner. So.
steck den mal in Flammen, dann kannst du wieder nach vorne. Also ja, ein Schneckchen. Aber das sollten wir nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das ist nämlich eine gepimpte Schnecke wahrscheinlich. Also vom Dungeon-Ersteller gepimpt, meine ich. Deswegen... Man sieht, wir treffen kaum, machen kaum Schaden. Oh, doch mal ein Critical. Und ja, ich habe die beiden zuschlagen lassen wegen dem Erfahrungspunkten. Das müssen wir nämlich auch dringend ausnutzen. Wie ich gelesen habe. So, jetzt dürften alle ihre 60 Punkte gekriegt haben, hoffe ich mal. Jo. Schneckenstück kommt mit, weil ich habe auch gelesen, dass die Nahrung schnell alle gehen kann. Wow. Und da sind zwei Schnecken. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ich höre Spinnenlaute. So. Und das macht mich schon ein bisschen nervös, dass da Spinnenlaute sind. Außer ich habe mich verhört. Und ich hoffe mal, die andere Schnecke kommt uns nicht so schnell hinterher. Scheint aber bis jetzt nicht so der Fall zu sein. Wow. Damit hätte ich rechnen müssen. So, die Fackel. Macht die Fackel was Besonderes, weil die immer so komische Geräusche von sich gibt? Also abgesehen davon, dass sie ein bisschen Flammenschaden anrichtet, was ich jetzt am Anfang ausnutzen sollte. So. Und fertig. Okay. Da höre ich einen Teleporter. Da ist überhaupt nichts. Da sind meine zwei Steine und das erste Kraut. Okay. Oh, ein Gegenstand. Ja, eine Katschel. Also die super Keule, die... Ja, Skill Maze Accuracy, nicht so wirklich toll. Ist. Also ja, es gibt wieder versteckte Secrets, natürlich. Das klang jetzt gerade ein bisschen komisch, so wie ich das gesagt habe. Ich bin mal gespannt, ob es auch wieder versteckte Schalter wie bei der Master Quest Mod hinter den Reben gibt. Aber ja, da sind Reben und dahinter ist trotzdem der Schalter. Also immer gut die Wände abgucken. Wir können mal kurz in die Statistik gucken. Da sind 288 Secrets. Alle zum Finden. Gut. Und ich höre immer noch die Spinnen. Und ja, es sind Spinnen. Die Hoffnung, dass es Schnecken sind, die habe ich verloren. Deswegen... createn wir gleich mal Safe Game LP001. Bevor wir jetzt hier öffnen. Es ist eine Weile her, dass wir einen seit unserem letzten Gast. Bitte wärm dich am Feuer. Hier gibt's nichts zum Drücken. Wow.
Gemeinheit. Habe ich irgendwas, was ich da drauflegen kann? Ja, Schneckenteile fürs Erste. Au. Wow. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Scroll of Mage Light. Okay. Bringt ihnen den ersten Zauberspruch bei, und zwar Magie. Klingt nicht schlecht. Okay. Talisa schreibt den Zauberspruch Mage Light. Initiate, also Utility Spell. Mal Feuermagie Sekunden. Okay, das macht. Jetzt eben eine kleine Flamme für uns. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay. Ein Secret. Gefunden. Eine Handaxt. Die ist schon mal besser als ein Katschel. Vor allem, weil sie keine Abzüge hat. Hat zwar nicht so viel Attack Power, hat dafür aber mehr Speed. Und trifft auch besser. So, sacken wir mal alles ein, was wir hier finden. Lederkappe, dafür brauchen wir erst die bessere Armor. Und das hier sieht zum Beispiel ganz nett aus, die neue Textur hier. Das ist nämlich ganz neu. Knochenmäßig können wir hier nichts einsacken. Oh, sogar hier haben wir neue Texturen. Mönche mit Gesichtern. Das ist wirklich cool gemacht. So, holen wir uns mal unseren Stein wieder. Und jetzt, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Oh. Und ja, sogar die Texturen der verschiedenen Gebiete fließen ineinander, wie man gerade sehen kann. Also das könnte schmerzhaft werden, deswegen schnell zur Seite treten. Wir heilen uns aber auch ganz gut. So, legen wir da mal das Katschel drauf. Da mal das drauf. Okay, weil hier ist der Hebel für das Tor. Essbarer Pilz und noch eine Fackel. Ja, solange wir keinen Lichtzauber haben, müssen wir damit leben. Das habe ich jetzt ganz toll hingekriegt. Ich speichere sicherheitshalber nochmal. Ich traue dem Dungeon nämlich überhaupt nicht über den Weg. Zwergische Paranoia. Oh. Okay. Wenn ich jetzt runterfall, bist du noch immer da? Nein. Oh, und wenn man stirbt, dann gibt's Abzüge. Okay. Das ist böse. Das heißt, sterben neu, ist Neuladen. Muss jetzt leider sein. Okay. Und es ist random. So wie auch der Fallschaden random ist. Ja. Ganz toll. Ich würde gerne den Gegner da unten töten. Ohne selber zu sterben.
Du machst das zu. Okay. Ach so, das ist so eine Art Switch. Gut, eine Sling, das ist was für dich. Dann kriegst du halt das Messer. Du kriegst das hier und dann sollten wir hier mal kurz rasten. Dass die alle wieder voll sind und dann versuchen wir die Schnecke da unten zu töten. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, wo der zweite Stein geblieben ist. Den habe ich wahrscheinlich da runtergeworfen. So. Die schaffen wir irgendwie. Meine vordere Reihe hält die jetzt mal in Schach. Also ja, es geht vom Schaden her gerade noch so. Und sie ist weg. So, jetzt kann ich mal kurz der Sicherheit und Paranoia gucken. Ja, es haben alle genug Erfahrungspunkte gekriegt. So, hier unten ist nichts. Das war nicht das, was ich wollte, sondern das. So, Schlüssel. Wirf nicht den Stein, du wirst ihn später brauchen. Ist das eine Trollnachricht? Oh. So, die haben in der hinteren Reihe getroffen. Das heißt, ich kann hier jetzt ein bisschen stehen bleiben. Und hoffen, dass ich den da kaputt kriege. Und meine erste Fackel geht langsam aus. Aktiviere dich wieder. So, jetzt kann ich eigentlich hier ein bisschen rumtanzen. Hätte ich vorher auch schon gekonnt eigentlich. Gib mir mal wieder das Messer und Messer wieder weg. Steine. Da wartet sicherlich der Tod auf mich. Gruppe geht einigermaßen. Wenn es sein muss, kann ich mich ja zurückziehen und auf die Druckplatte stellen. Da dürfte mich außer einem fliegenden oder einem Fernkampfgegner nichts mehr verfolgen können. Und ein Schatz. So, da ist ein Dagger. Und zwar ein richtiger Dagger. Fireburst's Schriftrolle. Etwas zu essen. Das nehme ich mal gern mit. Überschüssige Fackeln. Können da rein. So. Hehehe. Als ob ich nicht genau wüsste, was passiert. Ich müsste gleich ganz schnell einen Schritt zur Seite machen. Don't throw the rock. You need it later. Das hatten wir ja. Also in die Richtung. Ah, die Feuerschriftrolle. Lisa isn't skilled enough to learn that spell. Kann ich mir das eigentlich irgendwo anzeigen lassen? Also ja, dafür braucht sie noch einen Punkt in Feuermagie, um Fireburst zu lernen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, ganz normal Fireburst zu machen, ja, kommt das.
So, deswegen machen wir das Ganze so. Das war jetzt richtig gemein, dass sie da noch um die Ecke eine Fratze platziert haben. Oh, Pilzi. Oh, noch ein Pilzi. Sagen wir mal so, ein Pilz, den Pilzi hier, den kriege ich. Eigentlich gut down, hoffe ich mal. Wahrscheinlich eher nicht. Ich hätte die Druckplatte aktivieren sollen. Ah. Okay, wo habe ich als letztes gespeichert? Wahrscheinlich viel zu weit hinten. Ja, ich habe bei dem... hier habe ich gespeichert. Ja, super. Abwärts. So. Critical, das ist schon mal gut. Da müssen wir nämlich nicht noch ein zweites Mal hier runterspringen. Wenn wir den gleich tot haben. Hoffe ich mal. So, ja. Das dahin, das dahin. Hier unten war ja nichts mehr sonst. Schlüssel. Slingshot, genau. Schlüssel. Ja, bevor ich den Schlüssel hier irgendwo... Wo habe ich ihn hingeworfen? Ach, da. So, gib mal das hier her. Da hieß es ja, den Stein, den... Auf dich hatte ich vergessen, dass du noch hier bist. So. Nur nicht nach hinten rutschen. Okay. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Gib mir mal ihr das Messer. Ich hätte schlafen sollen. Okay, hat sich erledigt gehabt. So, dich will ich erstmal nicht. Ich will schlafen. West. Ich hoffe mal, du verfolgst uns jetzt nicht bis zu der Druckplatte. Das wäre nicht so toll. Nein. Gut. Hast du dich wieder zurückgezogen? Oh, du hast dich selbst getötet. Das war jetzt nicht so toll. Egal. Wow. Ich hab's kapiert. So, hier war... Also erstmal geht die Fackel aus. Genau. War der Secret-Schalter nach dem Feuerball oder vor dem Feuerball? Ich glaube, der war nach dem Feuerball. Na, ich habe mich getäuscht. Ich habe gedacht, da wäre auch ein Schalter. Aber nö. Stein und da ist der Schalter. Und es ist echt schade, auch wenn es nur 60 Erfahrungspunkte sind, aber gerade am Anfang
können wir die Erfahrungspunkte ja gebrauchen eigentlich eher. So, und Grimcaps lassen sich auch stacken jetzt. Wahrscheinlich zählen sie jetzt als normale Kräuter. Mehr oder weniger. So, erstmal will ich dich weghaben. Weil du bist lästig. Das war nichts. Und solange wir was auf der Druckplatte liegen haben, können wir auch besser tanzen. Und ja, das Tanzen ist natürlich notwendig. Wow, klang sein Gelatsche jetzt gerade laut, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mir schon fast Angst gemacht, dass sein Kumpel mitgekommen ist. Aber nee. Der versteckt sich lieber da hinten. So. Alle haben ihn getroffen, sehr gut. Es wäre nämlich schön, wenn ich den Fireburst freischalten könnte. Wie viel bringen die nochmal? 75. Auch nicht die Welt. Aber besser als nichts. So, Steine einsammeln. Grimcaps stacken. So, das... Das hier ist ein festes Gitter. Ja. Das sieht man hier. Es ist ein festes Gitter. Das auf der anderen Seite ist nicht fest. Und da ist ein Skillbuch. Skillbücher habe ich immer gerne. Ich höre ein Stein auf Stein im Norden. War das das hier oder was? Oder ist hier im Norden noch was aufgegangen? Ha. Gut, wir haben volles Leben. Wir haben einigermaßen Ausrüstung jetzt. Das hier sieht eigentlich mehr oder weniger danach aus, als ob es aufgegangen ist. Ich drücke den Schalter jetzt nochmal und gehe nochmal in den Norden, um zu gucken, was da ist. Also ob irgendwo was aufgegangen ist noch. Mehr weiter zurückgehen werde ich jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt safen. LP003. Und mal in die Fallgrube gucken. Weil wie immer im Grimlock sollte man in Fallgruben gucken, genau. Die Knochen sind wieder nicht einsammelbar. Der Pilz dafür aber. Und lass mich raten, das öffnet einfach bloß den Teleporter. Ja. Okay. Das wollte ich nicht. Ich muss mich mal wieder an die Steuerung gewöhnen, dringend. Also da unten ist nichts. Haben wir gemerkt. Das Schneckenstück brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Speichern wir einfach nochmal drüber. Und springen hier runter. Ich höre was rumschleimen. Und haben Secret gefunden. Okay, Secret mit noch einer Fallgrube. Pilzmann, bleib wo du bist. Noch ein Pilzmann. Sackgasse, was steht hier?
Tom des Lichskuschaul oder von Lichskuschaul. Dem vierten der sieben. Dem Bringer der Schrecken. Er wird hier verweilen bis zum Ende aller Tage. Okay. Ich denke mal, mit dir kann ich es hier aufnehmen. Da ich gut tanzen kann. Und nachher mit deinem Kumpel ebenso. Der da hinten noch auf uns wartet. Also muss ich nicht unbedingt rasten. Sondern kann schön meine Lebenspunkte im Kampf regenerieren. Ein paar Pilzhäppchen und so einsacken. Gucken, ob hier etwas ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein Stein und noch ein Stein, ja. Secret-Bereich. Sehr schön. So. Und das war der falsche. Also ja, der Dungeon ist schon mal sehr interessant aufgebaut. So. Das war der Gegner. Wo ist mein Stein? Oh. Hehehe. Dem traue ich erstmal nicht. Ich guck mal kurz, ob hier noch was ist. Also... Da, das macht ein Secret auf. Oh. Noch ein Decker, das ist gut. Eine Fackel. Poison of Anti-Venom. Können wir auch gebrauchen. Ein Doublé. Kriegt erstmal sie. Blitzbombe kriegt auch fürs erste sie. Das kann auch sie haben. Und die 30 Kilo schwere Kiste bleibt da. Ist da noch irgendwas drin? Goldbarren oder so? So schwer wie die ist? Nein, ist einfach eine 30 Kilo schwere Kiste. Okay. Verlagern wir mal ein bisschen Essen noch zu ihr. So. Du da. Bist auch noch nicht fertig. Wow. Das war jetzt gerade knapp. Immer aufpassen, wohin ich trete. So, das war der Kamerad. Und ja, hier sehe ich in die Zelle rein oder in die Unterkunft. Kann mal kurz gucken, ob es hier etwas zum Anklickern gibt. Sehe ich jetzt aber leider nicht so. Wenn ihr übrigens während meines Let's Plays Secrets seht, die ich übersehen haben sollte, oder das den Dungeon kennt und, ich Secrets übersehen haben sollte, dann weist mich drauf hin, aber spoilert nicht. Ihr könnt ruhig sagen, in welchem Stockwerk ich irgendwo ein Secret übersehen habe. Toll. Das hat es jetzt voll gebracht, da hinten das Tor zu öffnen. Wahrscheinlich für später eher. Oh. Okay, da geht's wieder hoch. Ich überschreibe mal den Spielstand hier und spring mal da runter.
Tarion, only the fall may pass, hä? Okay. Ein Joke von Tarion. Only the fall may pass. Only the fall may pass. Okay. Das bringt mich wieder ganz nach oben. Ich kann ja mal kurz versuchen, einen von ihnen umzubringen. Nein. So. Bringt allerdings nichts. Gut. Also laden wir das wieder, springen nochmal runter und benutzen den anderen Teleporter. Und wenn nicht, dann gehen wir halt oben weiter. Laden dauert immer ein bisschen, wahrscheinlich weil der Dungeon so groß ist und alles. So, und jetzt bin ich wieder... Genau. Ich markiere das mal. Only the form may pass Rätsel. So. Und erinnere mich vielleicht in ein paar Folgen wieder daran. Wenn ich das zu einem Let's Play mache. Kein Druck. Geh zur mittleren Platte. Haha. Okay. Hier muss ich wahrscheinlich... Ups. Trick 17 anwenden. Genau. Und das macht die Tür zu und öffnet irgendwo anders eine Tür. Das öffnet hier etwas. Okay, dann werfe ich mal dich. Damit das hier aufgeht. Ah. Und ich sollte dran denken, ich sollte wahrscheinlich, weil habe ich es getan, nicht mit der Fackel in der Hand schlafen. Gut. Okay. Oh, neue Kleidung ist immer gut. Eine Notiz ist auch nicht schlecht. Hosen, Lederstiefel. Was sagt die Notiz denn? Diese Tore sind ein Albtraum. Ich habe überall nach dem Zauberstab gefunden, aber war nicht erfolgreich. Ich habe gehört, der Stab ruht in der nordöstlichen Ecke. Wenn ich doch nur meinen Kompass gebracht hätte. Ich denke, es muss die mittlere Platte sein, die ich aktivieren muss. Ja. Ist das die mittlere Platte? Weil hier habe ich ja was geöffnet. Hier. So, was habe ich jetzt geöffnet? Das hier. Und das hier, okay. Du lässt dich nicht so aktivieren. Aha. Das ist der Ausgang. Das ist ein Secret. Scroll of Ice Shards. Ice Magic. Ja, super. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier.
Hier öffne ich das. Das war vielleicht nicht ganz so richtig. Ich würde gerne nämlich an die Notiz da rankommen. Übrigens hat sich noch was geöffnet hier. Naja, den da nehme ich mal mit. Jedenfalls glaube ich, dass sich noch was geöffnet hat. Das war... Oh! Oh nein. Kampfbrokkoli, Kampfbrokkoli. Oh nein, au. Jetzt bin ich gefangen. Das ist nicht gut. Wow. Wow, wow, wow. Puh. Speichern. LP004. Ja, der Dungeon hat's in sich. Okay, ich bin hier drin sicher. Da war der nächste Kampf, Brokkoli. Wow. Du bist nervig, kleiner Mann. Und ich sitze schon wieder in der Falle. So. Das war jetzt allerdings nicht ganz so schlimm. Ich habe da nicht zufällig einen Spawnpunkt. Den ich immer aktiviere. Wow. Okay, Level-Ups. Kommt jetzt gleich wieder einer? Nein, erstmal nicht. Erstmal Level ab. Zwei Punkte Schwerter, zwei Punkte Armor. Missile Weapons. Nein, ich hätte jetzt erstmal gerne Dodge. Und du hingst. Oh, etwas hinterher. Okay. Du kriegst mal Spellcraft, so. Okay. Und Air Magic. Oh, und du hast noch zwei Punkte, genau. Assassination, Daggers bringt nichts. Ich brauche eigentlich nur die beiden hier. Also Missile Weapons höher. Und noch einmal eine Runde schlafen. Jetzt wird uns wahrscheinlich bald die Nahrung ausgehen, wenn wir... Also, der Hungerbalken. Ausgehen. Ganz ehrlich, was bringt das, da drauf zu tappen? Okay, das spawnt tatsächlich immer Brokkolis. Das heißt, ich darf die Platte nicht verlassen. Das ist blöd.
Vor allem, weil sie gleich tot ist. So, sie hat ihr Level up. Feuermagie und Stabverteidigung. So, jetzt können wir Feuerschale. Es steht sogar eine richtige Beschreibung dabei. So, was steht hier? Mit der Säule in der Mitte, zwei Platten oder einem Schlüsselraum wird es dir ein Dreieck geben. Okay. Und da ist der Wand. Den kriegst mal du. Und ich würde trotzdem immer noch zu gerne wissen, was da ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich da jetzt rankomme. Da war ich schon durch. Das macht das auf. Okay. Den Raum würde ich gern meiden. Ja, ich frag mich echt, wie ich das hier aufkriege. Und ja, da ist ein Schlüssel drin. Oh, und du isst mir was. So. Du kannst auch was essen. Du kannst ihm was geben. So. Schlüsselraum. Wie war das Rätsel gerade nochmal? Mit dem der Säule in der Mitte. Wird dir ein Triangle geben. Soll ich hier was drauflegen? Und hier was drauflegen? Nein. Weil die Säule in der Mitte ist hier. Zwei Druckplatten. Nee, mit der Säule in der Mitte. Also das hier da. Ist auf der anderen Seite auch eine? Ja, ist eine. Fackel. Da liegt ja eine. Bingo. Und das ist ein Secret-Schlüssel. Auch cool. So, jetzt möchte ich allerdings aus diesem Höllenloch raus. Nein, dich möchte ich nicht. Ja, dich hätte ich gerne. Und durch. So. Und hier speichere ich jetzt mal LP 005. Gut. Da ich jetzt schon bei einer Stunde bin und ich eigentlich nur 55 Minuten machen wollte mit dem, dass ich auf einer Stunde bin mit dem Vorspann, gibt es jetzt einen Cut. Ich hoffe, euch hat das Abonnenten-Special soweit gefallen.
Vor allem meine Panik und mein Rätsel lösen hier. Hier. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten und dann vielleicht auch bei der Fortsetzung von diesem hier. Also, bis dann.